Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dragon Quest Hüter des Himmels. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, wieder im Altarium, nee, Observatorium, wie ist es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch egal. Ist schon ein Weilchen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das hier so letztes Mal aussah. Aber ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie wieder zurück sollten, weil irgendwie so ein Baum oder so da fertig war. Also, irgend so ein Baum hat uns ein neues Gebiet irgendwie angemarkert oder so. So eine Art, glaube ich, war das. Auf jeden Fall sollen wir jetzt dahin. Wo ist denn der alte Fettsack nur hin? Ich dachte, ich finde ihn hier, wenn ich zurückkomme. Vermutlich ist er ins Protektorat gestürzt, als die Lichtstrahlen eingeschlagen haben. Muss ich den alten Kauz jetzt aufspüren? Soll ich ihn echt suchen gehen? Aber ich habe wohl keine Wahl. Wenn ich mir meinen Lohn durch die Fingernagel reißen will. Oh, hallo Marcel. Er hätte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich habe leider keine Zeit zu plaudern. Ich muss nämlich gleich los und jemanden suchen. Wie bitte? Du musst auch zurück ins Protektorat? Dann können wir ja gemeinsam fahren. Zusammenfahren. Das trifft sich ja wunderprächtig. Also dann gehen wir. Schneller schließt sich Marcel wieder an. Ja, das ist ja toll, dass du mal wieder da sein musst. Ja, wenigstens freut sich eine Partei von uns beiden. Das bist du. Also dann, unser fliegbarer Untersatz wird uns im Handumbiegen. Ja, Handumdrehen ist bei ihr kein Begriff. Zurück ins Reich der Sterblichen bringen. Aber da der alte Kasten. Ja, ich habe immer noch so ein kleines Problem, was Vorlesen irgendwie angeht. Aber der alte Kasten ist immer noch nicht wieder ganz fit. Ich frage mich, ob wir es in einem Stück darunter schaffen. Oh, Moment, was ist das für ein blaues Baumdings? Vielleicht können wir da ja ganz weich landen. Tja, etwas Blöderes fällt mir leider nicht ein. Wenn du also gerade kein Gedankengewitter hast, machen wir es so. Aufgepasst, Sterbliche, wir kommen! Und sie ist sich natürlich auch ganz sicher, welche Knöpfe sie da mal wieder drückt. Ja gut. Also, es geht mal wieder zurück mit dem Sternexpress. Wieder auf Boden, ja, auf fruchtbarem Boden. Ab in die Walachei, mein lieben Freund. Wir setzen den Zug wieder in Kraft. Auf geht es. In ein neues Gebiet. Ich hätte es ja gerade nochmal angesprochen mit dem Baum. Wir kommen jetzt in ein Gebiet. Ja, wie soll ich sagen? Da geht es dann richtig ab erstmal mit mit der Story. Und mit den schwierigen Gegnern natürlich. Aber das werdet ihr dann ja schon sehen. Also man kann das jetzt hier als neues Kapitel irgendwie so sehen. Alles klar, sieht gut aus, wir sind wohl da. Also man kann das jetzt als neues Kapitel irgendwie sehen, was die Schwierigkeitsstufe angeht. Denn jetzt wird es ein Tickchen schwieriger, was die Gegner angeht. Ich meine, ich bin schon oft gestorben, was irgendwie krass ist. Aber egal. Meine Damen und Herren, wir sind soeben am Zielort angekommen. Alle aussteigen bitte. Ich bin der Einzige, der hier mitgefahren ist, Fräulein. Im Augenblick können wir wohl nur an den Orten mit diesen blauen Bäumen landen. Von hier aus geht's also zu Fuß weiter. Wenn du zurück auf den Sternexpress willst, musst du wohl um den Baum herum latschen, bis du einen Weg findest. Ich denke, das Gebäude, das wir gesehen haben, ist das alles neue Abtei. Dort kannst du die Berufung ändern und so Krams. Da ist es immer zum Überlaufen voll gerammelt mit Leuten. Wo Leute sind, ist immer was los. Also, ich bin auf einer Menschenjagd und du hältst auch schon nach, ja, Früchten. Dann mal Weidmannsheil. Weidmann-Dingsheil? Was hat ihr da gerade gesagt? Weidmannsheil kenne ich eigentlich nur. Die Gefährten von Marcel tauchen auf. Ja, hier sind wir wieder. Wie auch immer die jetzt wieder aufgetaucht sind. Aber sie sind wieder da. Ich möchte euch was ganz cooles hier mit diesen Schleim hier zeigen. Das ist ziemlich cool. So, es sind zwar nur zwei, deswegen, jetzt mal eben ganz kurz bei jedem hier abwehren. Dann schau mal, was jetzt gleich passieren wird. Die holen jetzt gleich Unterstützung. Und guck mal, was jetzt passiert. Wartet. Wartet. Hier. Und schon ist es ein Turm. Das wollte ich euch nochmal zeigen, weil ich finde es ziemlich cool irgendwie gemacht, dass so drei dieser Schleime zu so einem Turm werden. Ich fand das schon früher, als ich das Spiel halt gespielt habe, schon ziemlich cool. Das musste ich euch einfach unbedingt zeigen. Ich finde es immer noch ziemlich, ziemlich cool einfach. Einfach so die Idee dahinter ist ziemlich geil überlegt eigentlich, dass da so ein Schleimstapel so entsteht. Und die halten ganz schön was aus, wie ihr sehen könnt. Und teilen auch schon 26 Schaden aus. Das meine ich halt. Neues Kapitel mit schwierigen Gegnern. Jetzt, ja, die halten das immer noch aus. Jetzt wird's ein bisschen krasser. Also ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht allzu oft. Alter, schaut euch diesmal diesen Angriff an, ey. Ich sterbe jetzt nicht allzu oft, ne? Das wäre halt ein bisschen blöd. Ja. Aber geben auch relativ wenig Erfahrungspunkte, was halt schade ist. Aber ist ein cooles Gimmick, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir gehen jetzt mal auf der Karte zu diesem Ort, zu diesem alles neue Abtei. Ach nee, das sind ja wieder diese Teile, die einen verfolgen hier, ne? Zwar hier hoch. Das wird noch sehr wichtig, was dem Baden angeht. Also wir. Ich bin ja die Klassifizierung Bade. Und es wird hier noch extrem, wie soll ich sagen, wichtig oder von Wichtigkeit sein,
was meine Klassifizierung angeht, denn ich möchte nicht für immer ein Bade bleiben, aber mehr sage ich euch nicht. Ich möchte meine Klassifizierung nämlich irgendwann mal ändern. So, ihr habt mir nichts zu sagen, hier alles Klärchen, hier kann man speichern an dem Punkt, ich werde das auch mal direkt mal durchführen. Lasst uns nun zusammen beten. Wir beten dafür, dass der Babaji wohlbehalten zu uns zurückkehren möge. Ja gut, das kennen wir ja schon sein. Ich mache das jetzt einfach, damit ich vielleicht... Es kann mal passieren, das ist mir schon bei Bloody Platin gerne mal passiert, dass ich vergessen habe, mit Save States halt zu speichern, was ich normalerweise halt mache. Und dann kann es halt mal passieren, dass, wie soll ich sagen, ich halt vergesse, ein Save State da zu setzen. Und dann habe ich halt nicht gespeichert hier im Spiel. Ich bin Kilometer weit weg vom Geschehen und deswegen speichere ich nochmal immer so zwischendurch immer rein. So, hier geht's weiter mit einer kleinen Story. Aber was ist nun los? Ein paar von uns sind doch um die halbe Welt gefahren, um ihre Berufung zu ändern. Genau, die Reise hierher war teuer und nun sagt ihr, dass wir unsere Berufung gar nicht ändern können? Eine harte Reise für einen alten Knochen wie mich. Dabei wollte ich doch immer schon Zimmermädchen werden. Was will der werden? Also, Zimmer... was? Ich gehe hier nicht weg, bis ich mein... was? Was? Dieser alte Knacker will Zimmermädchen werden. Bitte, was? Ich gehe nicht weg, bis ich mein schönes Kostümchen und meinen Staubwedel hab. Es tut mir ja wirklich leid, aber Abt Lucius ist zurzeit nicht anwesend. Wenn ihr also noch ein bisschen warten könnt. Wie lange sollen wir noch denn warten? Wenn das so weitergeht, stehen wir hier nächstes Jahr immer noch bräsig rum. Ich bedauere diese Unabhängigkeiten zutiefst und bitte euch weiterhin um Geduld. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis man mich endlich zum Dienstmädchen macht. All die Zauber, die eure Abwehr stärken und Feinde schwächen, haben eine größere Wirkung, wenn ihr sie mehrmals einsetzt. Wenn ich die Berufe wechsle, sollte ich vielleicht eine mit vielen Zaubern nehmen. Aber ein Krieger wäre auch nicht schlecht. Moin, ich nehme an, ihr wollt euch eine Berufung ändern? Tja, das mir leid. Aber das geht nicht. Der Abt ist futsch. Mit ändern ist ja also nix. Aber dieser Akzent ist sogar cool gemacht. Oder Dialekt, muss man ja sagen. Willkommen in der alles neue Abtei. Beabsichtigt ihr, eure Berufung zu ändern? Natürlich. Es tut mir sehr leid, aber der Abt ist nicht zugegen. Er ist der Einzige, der den Ritus des Neubeginns abhalten kann. Er wird sicher bald zurück sein. In der Zwischenzeit bitten wir euch um Geduld. Ja gut, die Geduld kann ich noch auffinden, aber ich als Bade... Ich will mich nicht mehr als Bade herumlatschen lassen, weil Bade ist schon ziemlich schlecht, muss ich ganz ehrlich mal hier stehen. Haben hier irgendwelche Leute Missionen? Nee, du nicht. Auf jeden Fall kommen mir noch extrem viele, die Missionen haben werden. Das kann ich schon mal spoilern. Aber das kommt halt noch nach einem kleinen Teil, wenn wir was in der Story noch getan haben. Aber das hier gibt es ganz viele, wie soll ich sagen, ganz viele wichtige Aufgaben, die uns sehr viel bringen können, wirklich sehr viel bringen können. Und deswegen sollten wir hier auf jeden Fall ein Auge Ausschau halten, wenn irgendwann hier mehr Leute sind, die auch uns Aufgaben geben wollen. Enzyklopädie der Stahlrüstung. Für Stahlsachen braucht man königliche Erde und Eisenerz. Hier ein Tipp, das gibt's in der Gegend der alles neue Abtei. Rezepte: Stahlschild, Stahlhelm, Ritterrüstung, Stahlhandschuhe, Stahlknieschützer, Stahlsabatons. Ja, ich möchte auch gleich nochmal zum Alchemie-Ding hingehen und mal schauen, ob ich da was bauen kann. Für Stahlwaffen benötigt man zuvor erst Eisenerz und Lavaklumpen, die man in der Gegend der alles neue Abtei findet. Marcel findet Rezepte für Stahl, Breitschwert, eine Stahllanze und eine Stahlstachelpeitsche. Er findet zudem auch Rezepte für einen Stahlstab, Stahlklauen und einen Stahlfächer. Weiterhin soll noch das Rezept für einen Stahlaxt enthalten. Gut. Ich bewege mich dann mal, ja doch, ich gehe jetzt mal wieder zurück, nämlich zum Alchemie-Ding. Wir haben jetzt ja ein paar Rezepte gekriegt und ich möchte mal schauen, ob ich irgendetwas alchemieren könnte. Ich gehe davon eigentlich mal nicht aus, aber man kann ja trotzdem nochmal nachschauen. Wir haben jetzt ja alles neue Abtei aufgesucht, das heißt, hier ist es jetzt als Chimärenflügel, ich sag jetzt mal Flugort angemerkt. Also von daher können wir hier immer wieder zurück, also so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein, auch wenn da nichts ist, kommen wir halt schnell hier wieder zurück. Also ab nach Stensbruck. Dann müssen wir mal luschern, ob wir hier irgendwas nochmal zusammenbauen können. Ich wäre halt für diese Stahlrüstung, das hat sich sehr interessant angehört. Ich kann mal schauen nach einem Stahlschild oder so. So, wo haben wir hier? Ach, guck mal, jetzt ist hier sogar noch neue dazu kommen, aber da, mit der will ich auch nicht reden. Nicht Thekla, stellt euch vor, jemand von der Gewerkschaft der Absteigenden Schenken und Taverne ist hier, um so eine Art Einkaufsservice aufzubauen. Ihr Name ist Tineftina und ihr sollt euch mit ihr unterhalten, wenn ihr interessiert seid. Nein, ich will da aber nicht hin, es tut mir wirklich leid. Ich möchte eigentlich zu Hapü Hapü. Der Junge, der ja so einen kleinen Sprachfehler hat.
so Rezept verwenden, und zwar für eine Rüstung. Das war Schilde, genau hier oben. Stahlschild. Ich brauche einen ganz normalen Eisenschild noch dafür. Hier sieht man, also wenn man R1 drückt, wenn man, ja gut, bei mir ist es R1, aber wenn man R oder L drückt, dann sieht man hier die Abwehr- und Blockchance, und die ist schon ziemlich hoch. Ich werde mal schauen, wo ich ein Eisenschild von wo ich ein Eisenschild bekomme. Leck mich am Arsch. So schwer ist es doch gar nicht, das auszusprechen. Mal schauen, ob es hier in irgendeinem Laden gibt. Dann, weil Alchemie ist immer etwas, also wenn ihr Dragon Quest spielen wollt, was ich euch auf jeden Fall rate, also wirklich, spielt Dragon Quest. Dragon Quest ist ein ultra geiles Spiel mit so viel Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel Alchemie, Nebenquests etc. Bitte, Alchemie so viel ihr könnt. Und schaut mal, hier ist sogar eine Mission, die werde ich gleich mal annehmen. Was, hier steht auf einmal jemand? Du habst zu hart, Schatz, vielleicht ist dein Laden eher etwas für dich als das Kriegshandwerk. Kriegerhandwerk meine ich natürlich. Guten Tag, der Geschäftsinhaber war gut zu uns, also helfe ich ihm zu Dank ein wenig aus. Ja gut, kaufen. Ich glaube, wir haben kein Geld für die. Ne, hier gibt es die noch nicht mal, ein Eisenschild. Woher kriegen wir ein Eisenschild? Haben wir zufällig ein Eisenschild bei uns hier? Schilde? Ne, Schuppenschild haben wir hier. Gut, das können wir nochmal verkaufen gehen, weil wir brauchen halt kein Schuppenschild mehr. Woher kriege ich ein Eisenschild jetzt her? Ich gehe mal ganz kurz nochmal ein bisschen herumreisen. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob es in anderen Städten vielleicht so etwas gibt, so Chimärenflügel, hier in Sichau vielleicht. Vielleicht gibt es da ja so ein Stahlschild. Oder Eisenschild. Das Stahlschild ist ja das, was ich herstellen will. Boah, bitte lass hier eins sein. Das wäre so geil. Das wäre jetzt so unglaublich gut einfach. Weil so ein Stahlschild, der, also 13 Abwehr und 1,5 Blockchance, ist schon Choküsel, wie der Türke das sagen würde. Choküsel. Also wenn es hier irgendwelche Türken gibt, tut mir leid, dass ich das so krüppelig ausgesprochen habe, ich bin halt kein Türke. Sowas benötigt ihr. Hier haben sie es auch nicht. Leck mich am Arsch. Ja, aber Schildpatschild ist das Höchste, was wir bisher haben können. Das heißt, Eisenschild müssen wir anscheinend noch ein bisschen warten. Oder wobei, ja, wisst ihr was, ich setze hier ganz kurz einen Cut rein und ich google nochmal ganz kurz nach. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich beim Alchemiekessel wieder da bin. Ja, also bis gleich. So, ich habe nun gegoogelt. Nein, ich stehe nicht vor dem Alchemiekessel. Denn, ja, wie soll ich sagen, den Eisenschild kriegen wir erst in der nächsten Stadt, die wir besuchen werden. Nämlich in Lapskausen. Aber, ja, das bedeutet, also ist nicht mehr lang hin, aber das bedeutet, ich kann jetzt noch nicht da, noch nicht kaufen. Aber hier gibt es jemanden mit einer Mission, habe ich vorhin gesehen. Seid gegrüßt, fremder Reisender. Würdet ihr vielleicht dem liebestollen Poeten Ernst Gehör schenken? Schenken? Ha, das erinnert mich an einen Witz. Merkt euch, wenn irgendjemand euch die Gegenfrage stellt, im Ernst, dann antwortet mal mit Nein im Detlef. Der war schon fast witzig, ich weiß, aber was meint ihr, was die für Augen machen werden? Letzte Nacht sang ich hier unter den windsäulenden Bäumen eine Weise über einen von Krankheit gebeugten Poeten. Da kam eine einsame Nonne des Weges, die meine Ballade zu Tränen rührte. Und dann verschwand sie wortlos wieder in der Nacht. Schon viele Frauen haben Tränen über meine Weisen vergossen, aber ihre waren so anheimend. Könnt ihr vielleicht ein ballenbuntes Traumtuch, das farbenfrohste aller Tücher finden und es zu ihr in die Kirche bringen? Und vielleicht könntet ihr auch noch Folgendes ausrichten. Die magische Macht eurer Tränen lässt mein Herz dahin schmelzen. Aber ich ertrage es nicht, euch traurig zu sehen. Darum wischt hinfort eure Juwelentränen und zeigt mir euch mit einem Lächeln auf den Lippen. Oh, was ein Poet, wie süß. Natürlich werden wir das annehmen, aber wir können sie auch noch nicht erfüllen. Denn bis wir halt dieses Tuch kriegen, ja, da ist schon das nächste Zeitalter begonnen. Also das, da müssen wir echt noch lange warten. Naja, wir bewegen uns jetzt mal wieder zurück zu Alles Neu Abtei. Und dann gehen wir uns mal zu dem neuen Ort, von dem ich vorhin erzählt habe, nämlich Lapskausen. Nein, nicht mit Lapskausen. Nee, wie heißt es nochmal? Lapskauz heißt, glaube ich. Das ist doch dieses rote Beete-Kartoffelgebrei da, das extrem lecker ist. Nee, aber so heißt die Stadt nicht. Macht euch da aber keine zu großen Hoffnungen. Naja, wir sind in Wechselholm gerade. Nicht zu verwechseln mit Wechseln, also von wegen Wechseln, sondern mit X, ja. Wohlgemerkt. Ach, scheiße, hier ist ein Ritter. Und ich kriege hier Framerate-Einbrüche. Mensch, das ist nicht schön. Oh mein Gott, Alter, was für Framerate-Einbrüche. Ganz schnell hier in Lapskauz reingehen. Alter, waren das gerade krasse Framerate. Alter, was geht hier ab? 7 FPS. PC, stabilisier dich. Bitte, ich brauch dich noch. Also, hallo Opa. Moin, noch ein paar Touristen. Da mal willkommen, Lapskausen. Füllt euch Astros. Und nun schnell zum Strand runter mit euch. Da geht was ab. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist ein ganz strenger Akzent. Ihr seid Reisende, wat? Ihr seid Reisende, wat? Könnt ihr vielleicht nicht mal ein bisschen Platz machen?
Ein junges Mädchen schaut aufs Meer hinaus, ins Gebet versunken. Sie scheint Marcel gar nicht zu bemerken. Was habt ihr für? Lasst bloß Jona in Ruhe. Ihr kriegt bannig Ärger, wenn ihr die auserwählte Erdenpöbeln deit. Ja, ist ja schon gut. Ist ja, ich gehe ja schon weg. Ist ja gut. Oh, kiek mal, nu geht das los. O du großer Leviathan, komm ut die Tiefen, du dene beschieden Dieners von Lapskausen. Gif uns den Kraft und Not die Früchte des Meeres herabregnen auf die lewe Lüt vom Lapskausen. Mann, was denn hier los? Hört sich spaßig an. Kick mal, da ist er, Leviathan. Petri, dank Fisch, dort ist mein Haufen Fisch, Wort von Segen. Ich bin verflippt, nass und glitschig. Warum sagen die den Touristen nicht, dass es hier Sprotten und Kabeljau regnet? Warum lässt sich dieser Monsterfisch überhaupt von einem kleinen Mädchen herumschubsen? Ich lass mich auch von dir herumschubsen, ich weiß selbst nicht, wieso ich mich dagegen nicht wehre. Oh, ihr seid ein Reisender, nicht? Könnt ihr mir hüt Abend bei mir zu Hüs besöken? Ist die kleine Hütte östlich vom Dock? Könnt ihr nicht verpassen. Ich wollt euch nämlich mal was fragen. Okay, alles klar, aber bevor wir das machen, muss ich erstmal einkaufen gehen. Hier gibt's ein Schild, das ich gerne haben möchte. Und kein Loot in den Kisten. Ach, nee, hier ist der Krimskramsladen. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Ah, so langsam entwickle ich mich auch zu so einem komischen. Wie nennt man die Ost? Sind das überhaupt Ostfriesen-Akzent? Tut mir leid, ich weiß nicht, welchen Akzent sie hier nahmen. Nur, wo Leviathan alles regelt, muss man ja nicht arbeiten, oder? Ich jedenfalls werde meinen Laden dick machen. Na, ihr seid wohl mein letzter Kunde. Tja, dann wollen wir mal. Ja, und jetzt auf einmal redet er wieder ganz vernünftig, ne? Ja, ja, klar. So, was haben wir hier? Ein Eisenschild. Kostet 900, das ist extrem teuer, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Alter, hier gibt es wieder richtig schön was zum Ausrüsten. Hier gibt es wieder richtig was zum Ausrüsten. Habe ich, also, ich meine, ein Schild brauche ich ja nicht. Ich gebe, ich glaube, ich gebe Daniel diesen neuen Schild dann. Also mein Schildpatt-Schild erstmal weg, verkauft das für einen guten Preis. Und dann kaufen wir jetzt ein Eisenschild, ne? Und dann können wir mal alchimieren gehen, ne? Und uns so einen richtig krassen Stahlschild ihm dann geben. 300 ist zu wenig. Verfickte Scheiße, noch eins. Ich fluch wieder zu viel, das ist nicht gut. Was haben wir hier noch zu verkaufen? Gar nichts, wundert mich ja nicht. Fuck. Es reicht nicht. Naja, wie dem auch sei, Leute. Wenn euch diese Party gefallen hat, dann würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und falls nicht, dann hoffe ich euch, dass ich mit diesem Video euren Tag versüßen konnte. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat diese Party, wie gesagt, gefallen. Daumen hoch für mich, Freunde, und supporten. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kowski, Jankowski und bye, bye.